So, und der Eclipse, den wir uns zuletzt noch mal ein bisschen verschönert haben, hat echt gute Arbeit geleistet in seinen ersten Einsätzen. Soll das heute auch weitermachen hier direkt. Und wir haben einen roten K.O., helle Lichter, großer Spoiler. Oder ein Sprint ohne Hex, kein Crash. Cash natürlich. Ich lese natürlich immer Crash. Aber ich denke mal, wir fangen mit dem roten K.O. an. Die Fakten, fall nicht zu früh zurück. Oder du darfst beim nächsten Mal die Start- und Ziellinie ziehen. Das wäre natürlich nicht gut. Aber irgendwie falle ich gerne oft am Anfang zurück und komme da noch ein bisschen hinterher. Aber im Rundenkurs ist es natürlich wichtig, dass man direkt vom Start aus eine relativ gesicherte Position ist. Erstes 1 bis 3 gesichert, dann 1 bis 2 und dann am Ende nur noch der erste Platz. Auf dem ich natürlich am liebsten schon die ganze Zeit bin. Aber es lässt sich wahrscheinlich nicht einrichten. So, zwei Nissan haben wir zum Gegner hier. Lazio, Spin und Brian. Der sieht ganz cool aus mit dem Vinyl, finde ich, muss ich sagen. Also, Kollege, sieht ganz cool aus, deswegen drehe ich dich jetzt mal vor die anderen beiden. Das kann man auch mal als, gutes Mittel, um sich eine schöne Position zu verschaffen, nutzen. Aber dieser seitlich rausschneidende Typ da, den fand ich, links, rechts, nicht so nett. Sü. Hier nochmal schön durchgebrettert. Zack. Boah, da haben wir richtig guten Vorsprung schon angehäuft. Und die Runden, so wie ich das gesehen habe, eben in diesem Vorschaubildschirm, wo man ja schon mal einen kurzen Blick auf den Rundenverlauf beherrschen kann. Ja, sind recht kurz. Den kennen wir eigentlich auch schon, den Kurs. Hier sind wir schon mal gefahren. Also bis jetzt denke ich mal, dass wir es gut schaffen können, wenn man sich vor allem den Vorsprung anguckt. Diese Querverbindung hier, wo die anderen Autos quer durchschneiden, sind natürlich immer ein bisschen kritisch für mich, aber noch geht das ja alles so. Und der Typ, der 13 Sekunden zurück ist, ja, da sehen wir es auch schon, ist jetzt offiziell rausgeflogen. Ob ich dadurch die Abkürzung genommen habe, weiß ich nicht. Ich kann mir auch mal die anderen Wege zeigen, ne? Fahren wir diesmal hier rum. Boah. Da hätte ich mich eher für die andere Seite entscheiden müssen, aber da musst du halt auch schnell reagieren. Und dich wirklich festlegen. So, da hupt der Typ nochmal, Rob Zombie spielt. Da können wir natürlich nicht auf irgendwelche anderen Deppen Rücksicht nehmen, die hier irgendwie hupen, denn wir müssen ja unser Rennen gewinnen. Aber bis jetzt sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, das sieht auch echt cool aus, muss ich sagen. Der Mitsubishi gefällt mir richtig gut, nicht nur so vom serienmäßigen Aussehen, also von der groben Hülle, sondern auch wie wir ihn getuned haben mit der Karosserie, mit den Farben, diesem weißen Pulsneon und sich die dazu schwarz abhebenden Auspuffblenden, dann das Weiß wieder im Spoiler aufgegriffen, was wir auch in den Vinyls drin haben, dieses markante Weiß, also gefällt mir gut. 6 Sekunden ist der zweite, der einzige, der bis jetzt nicht rausgeschieden ist, im 240 SX dabei. Anscheinend hat Nissan wirklich Qualität, weil der Integra ist direkt rausgeflogen. Der Nissan 240X hat zumindest Qualität, weil der Integra ist direkt rausgeflogen. Und Lazio hält jetzt noch die Fahne von Nissan hoch, aber gegen seinen asiatischen Kollegen im Mitsubishi hier, Crazioni, hatte natürlich keine Chance. Boah, das war... Warum muss ich immer so arrogant sein? Boah, shit. Dreckige Scheiße, ey. Wow. So, jetzt aber. Jawohl. Boah, da wurde es nochmal knapp. Wollte ich mal wieder ein bisschen Spannung aufbauen, aber alles chillig. Lazio und 240 SX genauso wie Brian im selben Wagenmodell rausgeflogen und Spin hat den undankbaren vierten Platz, wobei beim runden K.O. ist eigentlich nur der erste glücklich und das sind glücklicherweise wir. Ein 2,52, 78 und ich denke mal ein Level Up dürfte drin sein, während uns P.J. Pablo mit dem Need for Speed auf den Ohren dudelt. Ja, Verkehrsunfall, bisschen Schwund ist immer. Den konnte ich da nicht ganz ausweichen, aber einen schwerwiegenden Crash hatten wir eigentlich nicht. Bei diesem Rennen war eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Bester Start, natürlich! Und fette Punkte, richtig nice, richtig fette Punkte. Level 1 Vinyl Wild, 1250 auf das Konto. Level 3 Frontscheinwerfer. Geil. Die werden direkt installiert. Zubehör. Frontscheinwerfer. Da hatten wir nämlich noch gar keine frei. Bisher. Und Luna sehen mal richtig geil aus. Die schwarzen. Jo. Passt gut.
zu dem Rest des Wagens und Drag volle Kraft voraus und ein Drift, also zwei neue Rennen, aber ich will erstmal den Sprint machen, ohne Hex, kein Cash. Damit wird weitergemacht. Heiße Hatchbacks sind der letzte Schrei. Leider sind ihre Besitzer nicht so cool wie ihr fahrbarer Untersatz. Ninth and Frey. Ja, gucken wir doch mal, wie die Typen so drauf sind hier. Ich denke mal, einen Hack werden sie alle noch haben, aber ob sie cool sind oder nicht, darüber kann ich erst urteilen, wenn ich sie alle hinter mir im Ziel stehen habe, ne? Okay, der gelbe Wagen sieht schon mal nicht schlecht aus, der Golf GTI. Der Peugeot, na gut, den war jetzt nicht so der mega Burner aus. Und der Ford Focus, den haben wir schon öfter gesehen, der sieht ganz in Ordnung aus. Aber nicht unbedingt meine Farben, aber das kann natürlich jeder so handhaben, wie er will. Aber so cool sind die Gegner jetzt nicht, von den Autos her zumindest. Mit Peugeot, Ford und Volkswagen haben wir, denke ich mal, noch das sportlichste Auto am Start. Boah, wäre fast ein Pfeilerkuss fertig gewesen. Ich stehe auch irgendwie auf dieses pulsierende Weiß unter unserem Auto. Durch die Neonröhre, die wir uns in der letzten Folge eingebaut haben, das ist das beste Neon, was man haben kann hier im Spiel. Und das Beste ist natürlich gerade gut genug für uns. So, ich habe eben gerade gar nicht geguckt, wie lang dieser Sprint hier überhaupt sein wird. Ich glaube, da ist schon das Ziel. Ist natürlich fies. Wir fahren hier direkt drauf zu fast. Es ist hier direkt und trotzdem können wir noch nicht hin. Da hinten liegt es. Ne, hier liegt es gleich. Dahinter liegt es. Da werden wir nachher durchfahren. Aber da müssen wir noch ein kleines Rundchen drehen. Und apropos Rundchen drehen, der Typ ist hier nicht hinter uns. In seinem Golf. Golf ist eigentlich ein echt geiler Wagen fürs Tune, das muss ich zugeben. So. Jump! Jump! Ja, wir sind natürlich jetzt hier das Zugpferd und müssen alles abräumen. Aber der Golf ist zurückgefallen, ich weiß nicht, vielleicht war der Sprung nicht so... Boah, nicht tönen hier. Jogi, nicht tönen. Vielleicht war der Sprung nicht so ideal angesetzt, weiß ich nicht. Wir donnern hier auf jeden Fall über die Bodenwellen mit 240 Sachen. Das ist nicht gerade gesund, sollte man nicht im echten Leben machen, aber wir können uns das mal leisten, denke ich. So, na, hier fahre ich nicht so gern lang, weil hier unten einem Verkehr normalerweise entgegenkommt, aber der Verkehr scheint gerade beruhigt zu sein. Wir fahren hier anscheinend zu einer relativ späten Stunde über die Autobahn, deswegen ist es hier relativ verkehrsberuhigt, es ist gar kein Verkehr da. Und das habe ich natürlich am liebsten. So, Nitro brauchten wir diesmal sogar gar nicht, um einen Fehler auszubessern von uns. Das heißt, jetzt voll durchziehen. Einmal der verächtliche Blick nach hinten. Und das Fazit ist, die Typen haben zwar alle Hacks, aber sind allesamt uncool. Rosie Stewart und Bryce, Golf GTI, Focus und 206. Der 206 wurde deutlich abgeschlagen. Allesamt eine ganze Ecke hinter uns. Dahinter kann ich ein Häkchen setzen hinter dieses Rennen. Ist echt ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Und vielleicht reicht es sogar zum Level-Up. Es reicht. Nice. Unique Vinyl. 1250 aufs Konto. Level 3 Rückleuchten. Das geht ja schön weiter. Direkt die auch mal anbringen. Und wir machen hier wirklich schön viel an unserem Wagen. Finde ich klasse. Boah, die Reaper. Yes, die gefallen mir gut. Sehen gut aus und auf die Rennkarte blicken. Drag und Drift. Drift hatten wir länger nicht mehr. Stil echt ist der Drift. Runden 4. Und Dirt, du rückst auf den 6. Platz, wenn du diesen Drift-Wettbewerb gewinnst. Bin ich mal sehr gespannt, ob wir es hinkriegen werden. Denn Drift ist der schwierigste Modus und den Eclipse hatte ich noch nicht im Drift ausprobiert. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Musik, hallo, musikalische Untermalung. Ja, boah, der driftet übel, Leute. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Also übel im Sinne von, dass er wirklich sehr leicht ausbricht. Dass man ihn... Dass man ihn sehr schwer kontrollieren kann, sage ich mal. Dass er sehr schwerfällig ist. Also nicht das optimale Drift-Auto, aber da müssen wir jetzt durch. Wir wollen natürlich auf diesen 6. Platz. Also wäre ich mehr mit der Bremse agieren müssen, als mir wahrscheinlich lieb ist. So, ja, total weggerutscht. Also der bricht wirklich leicht weg. Shit. Ok,
Okay, ich weiß gerade nicht, was ich falsch mache, aber der bricht mir auf jeden Fall sehr. Boah, guckt euch das an. Ich gehe nur in die Kurve und ich glaube, da muss ich wirklich sehr mit dem Gaspedal spielen. So lang halten die Scheiße. Yes. 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 Okay, jetzt habe ich so ein bisschen raus und jetzt bin ich auf einer guten Streak gerade, die man auch gerne mal so lassen kann. So, hier nochmal ein bisschen lang ziehen, den ollen Lachs. Boah, jetzt bin ich echt auf einer guten Streak. Das muss ich jetzt nur noch so halten und Platz 6 in der Driftrangliste gehört uns, aber natürlich noch nicht. Ah, den nimmt er mir noch weg, ist klar. Jetzt bin ich nicht mehr so gut drin. Direkt. Ah! Shit. Also dieses Verziehen ist irgendwie nervig. So, jetzt hier mal ein bisschen mit Gefühl rum ums Körbchen. Ah, Mann. Jetzt mache ich keine Punkte mehr. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr auf dieser doch recht komfortablen, aber halt nicht wahrscheinlich langjährigen Führung ausruhe. Ein paar Pünktchen mache ich ja noch, aber ey, wie kann er mir den D noch wegnehmen? Also das ist gar nicht mein Fall hier. Der Eclipse. Beim Drift zumindest nicht. So, einmal wieder ausrichten. Alles ganz ruhig hier, aber ne. Das ist gar nicht mein Fall. Vor allem, weil man ihn so schwer rumgezogen bekommt wieder. Ja, nice. Nice, nice, nice. Der war jetzt mal schön. So, 23.000, den will ich mir eigentlich auch nicht wegnehmen lassen. Und die sind jetzt auch gut wieder angekommen, die Kollegis. Aber ich denke mal, 120.000, damit sollten wir trotz der wirklich vielen Mauerberührungen. Alter Schwede, Lecco Mio. Ja, nochmal eine Ehrenrunde für die Lady. Alter. Ach, die Typen machen weiter Punkte, oder wie? Früher war das ja immer so, oder im zweiten Teil von Need for Speed Underground war es so, dass man einen Zeitverlust bekommen hat, wenn man zu lang gebraucht hat. Nicht, dass mir das hier jetzt auch passiert. Ich fahre, boah, einfach mal ins Ziel. Müsste der Sieg sein. 96.000 ist der letzte Stand von den Typen. Ich denke mal, wir haben es gepackt. Jawohl. Und Crazy Oni im Eclipse mit 1.300. Nee. So, 132.652 Punkten auf 1. Wu im Nissan 350Z. Den hatten wir noch gar nicht. Sehr geiler Wagen. Das ist auf jeden Fall das nächste größere Ziel für uns. Mit 105.460 Punkten. Also nicht so weit weg von uns. Wobei doch noch eine Ecke. Und Stan mit 93.959 Punkten im Toyota Supra. Ganz, ganz knapp vor Brian im 240X, der auf dem vierten Platz mit 93.382 Punkten rangiert. Ja, so ist das. So ist das, so und nicht anders. Mauergerammt minus 2000. Kombination 3.700, gut gedriftet. Wir sind sogar, haben sogar einen unglaublichen Drift, also über 20.000 hingelegt. Das will ich sehr gut abgerechnet sehen, liebe Spiel, wobei die Punkte sind sowieso so krass hierfür. Unglaublich, 2000 nur, alter Schwede, das muss mehr sein, Kollege. 360er Drehung, ja, davon hatten wir einige. Boah, 69.548, das rechnet ja gar nicht mehr richtig ab. Hagelt das Level ab, Level 2 Vinyl Tier, KVR Performance Vinyl, KYB America Vinyl, Mystical Wagen. 1875 kommen auf deinen Wagen. Wir haben auch schon den PT Pablo Wagen freigeschaltet und den Mystical Wagen, das sind jetzt alles von Interpreten, die Sachen, und den Toyota Super freigeschaltet. Geil. Sechster im Drift-Modus. Das läuft. Also es sind alles so Namen von Interpreten, Leute. Und ihr müsst mir mal sagen, was mit diesen speziellen Wagen, die man freischalten kann, auf sich hat. Ich kann jetzt mal gucken. Celica, Acura, Hyundai, Honda, Integra, Tiger. Den wollte ich eigentlich auch nochmal ausprobieren. Sonst hatten wir, glaube ich, schon alle. Nissan Sentra hatten wir, Honda Civic hatten wir, Dodge Neon, glaube ich auch. Den Lancer auch, den Mazda MX-5 haben mir noch einige empfohlen, dass ich den mal ausprobieren soll, aber ich denke, dafür ist es ein bisschen zu spät, der ist nämlich nicht ganz so gut.
Toyota Supra wird, glaube ich, der nächste Wagen sein. Er sieht nochmal eine Ecke sportlich aus, finde ich. Aber diese speziellen Wagen hier kann ich momentan zumindest nicht finden. Sag mir nochmal, wo die sind. Dann bin ich da ein bisschen schlauer und fast schon 735.000 Style-Punkte sind nicht schlecht, oder? Also darauf lässt sich doch aufbauen.